So. Augen. Darstellung, glaube ich, nicht großartig viel rum. Augenwinkel. Oh, guck mal. Ich sag gleich am Heulen. Jetzt ist er Glück. Nee, jetzt ist er böse. Traurig, böse, traurig, böse, traurig. Das ist so ein bisschen böse, so ein leicht finster. Ihres Größe, er hat. Hast du Drogen genommen oder nicht? Da war er schon etwas größer. Als Dieb soll ja gut sehen können. Augenöffnung. Kommt nicht so ganz. Der kann ich hinten am Horizont, da sehe ich nichts. War aber schon ein Tick mehr als normal. Augenbrauen dicke. Ändert sich ja kaum was. Machen wir einfach Tick über normal. Augenbrauen Positione. Oh yeah, sexy. Tick, auch ein Tick höher. Augenbrauen Winkel. Auch ein Tick höher. Augenbrauen Größe. Ja, Quatsch, Augengröße. Machen wir so. So, Nase kann bleiben, da müssen wir noch nichts umstellen. Mund kann auch bleiben. Kinn und Kiefer. Vielleicht ein bisschen länger. Was ändert ja nichts, wenn wir einen scheiß Bart davor haben. Rüstungsfarbe. Das sieht doch ziemlich lieb aus. Ich glaube, wir nehmen so ein. Obwohl, so ein. Matt, Stahl, Stein und Matt. Mischen wir hier mal ein bisschen was. Eben Holz. Ja, okay. Das sieht ganz cool aus. Oh. Ja, nee, das nehmen wir nicht. So was nehmen wir. Ebenholz, Matschstahl, Matschstahl. Ebenholz, Matschstahl, Matschstahl. So. Dann haben wir das schon mal fertig. Weiter. So. Jetzt gehen wir. Jetzt geht es um die Geschichte vom Charakter. Ja. Hintergrund wählen, bei meiner Arbeit muss man eines verstanden haben. Wie mächtig, Anonymität, Bestimmtheit oder Irreführung ist. Anonymität wäre auch schon was Geiles. Da sehen wir aber aus wie so ein kleiner Terrorist. Anonymität, meine Stärken liegen. In Tarnung, in viel Ration und Flucht. Ich ziehe keine Aufmerksamkeit auf mich und meine Identität zu schützen. Verberge ich mein Gesicht hinter einer Maske der Dunkelheit. Okay. Bestimmtheit. Ich meine es ernst. Ich bin ein ungeschrockener Kraftprotz. Der Bär, mit dem man sich besser nicht anlegt. Mein Schwimmbad sorgt immer für den richtigen Durchblick, egal wie wild meine Schlägerei wird. Irreführung. Eine Maske zieht Aufmerksamkeit auf sich. Eine Maske zieht Aufmerksamkeit auf sich, um uns ein unverhülltes Gesicht erlaubt ein. Gott, ey, bitte schlecht. Erlaubt den Leuchten. Euch zu erkennen. Ich bevorzuge eine subtilere Liste. Das ist auch so ein Wikipedia-Text, Leute. Mit der Kapuze tief im Gesicht tauche ich in eine Masse unter und niemand weiß, dass ich da war. Okay. Auch so ein bisschen verstecken. Aber ich glaube, Anonymität wäre einfach geiler. Ja, nehmen wir Anonymität. Auch schwierige Situationen meistere ich mit Charisma, Würde oder Wildheit. Oh, das kennen wir alles, brauche ich nicht vorlesen. Ich glaube Würde. Würde ist eines so der Hauptaspekte. Meine wichtigste Eigenschaft ist die
notwendige Stärke, um alte Feinde zu besiegen, Schleue, um die Geister zu beschützen, Intuition, um die Nebel zu bewachen. Okay, dann muss ich die Text schon lesen. Stärke, um uralte Feinde zu besiegen. Ich stelle meinen Körper, um unsere alten Widersacher zu bezwingen und uns die große Halde zu schützen. Okay. Nochmal kurz Nase geputzt, Entschuldigung. Schleue, um Geister zu beschützen. Es ist meine Pflicht, die Geister der Wildnis zu beschützen und es erfordert Schleue, um sie von den Eisdrachen zu bewahren. Okay. Intuition, um die Nebel zu bewachen. Meine Intuition verleiht mir die Einsicht, die ich brauche, um die Nebel zu bewachen. Denn dort dauern die Seelen unserer Armen fort im Ruhm und Ehre. Was auch immer. Also wir sind eher so ein bisschen haut drauf, also Stärke, um uralte Feinde zu besiegen. So. Bei einem festlichen Beirat neulich in Hoelbrak bin ich in Ohnmacht gefallen, bin ich in einen Kampf geraten, habe ich ein Erbstück verloren. Oh. Okay. Bin ich in Ohnmacht gefallen. Bier, Schlägereien. Es ist so einfach, sich dem Moment hinzugeben. Als ich aufwachte, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, was ich getan hatte. Es war sicher nicht allzu schlimm. Ich bin in einen Kampf geraten, erklärt sich, glaube ich, von selbst. Seit ich klein war, hatte ich einen Rivalen. Er ist schlau, heimtückisch und listig. Unsere letzte Auseinandersetzung habe ich verloren, aber das nächste Mal schaffe ich den Ausgleich. Okay. Habe ich ein Erbstück verloren? Das klingt so relativ harmlos, ne? Ich habe Romex' Horn geerbt, ein magisches und antikes Erbstück, das schon seit Generationen weitergegeben wird. Als ich aber eines Tages ein bisschen zu viel über den Durst getrunken hatte, verlor ich es als Wetteinsatz bei einem Kräftemessen. Lappen, einfach nur Lappen, muss ich da sagen. Also was so ein bisschen herausfordernd klingt, ist das hier. Ich bin in einen Kampf geraten. Nehmen wir das. Ach man, Erkältung bringt mich um. So, als ich noch sehr klein war, hatte ich eine Vision. Ein Geist der Wildnis sprach zu mir und bot mir seinen Schutz an. Dieser Geist war die große Bärin, die Schneeleoparden, der Wolf oder der Rabe. Oh, da ist wieder so viel zu lesen, Mann, ey. Naja, egal. Schlagen wir uns durch. Die große Bärin. Die große Bärin ist der stärkste Geist der Wildnis. Sie ist ein Symbol für Kraft und Selbstverständlichkeit. Ich vernahm ihr Brüllen, als ich doch ein Baby war. Und seitdem habe ich ihre Tapferkeit. Hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Die Schneeleoparden. Schneeleoparden ist ein heimlicher, heiterer Geist. Sie lehrt uns Unabhängigkeit, strategische... Was? Feindes? Was auch immer. Und die Kühnheit der Gefahr ins Gesicht zu lachen. Bis zum heutigen Tage leitet mich ihre Weisheit und die Erinnerung an ihnen wohl Besuch wärmt mich in dunklen Erden. Ihr kapiert eh nichts, was ich lese. Also, der Wolf. Der Wolf hat... Scheiß drauf, wir nehmen einfach mal... Bären. Hört sich ganz gut an. So. So, dann haben wir das alles durch. Dann lesen wir mal unser kleines Geschichteblatt. Auch schwierige Situationen meistere ich mit Würde. Die große Bären ist der Geist, der mich leitet. Und sie lehrt uns, dass man manchmal gewaltsam und manchmal sanft vorgehen muss. Ich arbeite hart an mir, um meine physische Kraft und meine Körperbeherrschung zu erhalten. Und dennoch sind mir Niederlagen nicht fremd. Ich habe meinen Erzrivalen zu einem Zweikampf beim Beirat herausgefordert und in meinem Übermut habe ich verloren. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich die Rechnung begleichen kann.
Meine Stärken liegen in Tarnung, Infiltration und Flucht. Ich ziehe keine Aufmerksamkeit auf mich, um meine Identität zu schützen. Verberge ich mein Gesicht hinter einer Maske der Dunkelheit. Dies ist meine Geschichte, gezeichnet. Nein, den Namen nehmen wir nicht. So, wie nennen wir uns? Nennen wir uns, glaube ich, ganz einfach Mr. Eki. LP. Nee, einfach Mr. Eki. Passt doch, oder? Weiter. Ist das spannend? Ist das spannend? Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ich bin Nor, geboren in den wilden, feinen Zittergipfeln. Mein Leben ist die Jagd. Im Norden bekämpfte mein Volk unseren Erzfeind. Jorn, einen Drachen von Frost und Schnee. Der Drache brach unseren Stolz, nicht aber unseren Kampfgeist. Kurz vor unserem Ende sprachen vier Geister der Wildnis zu uns. Bären, Raben, Schneeleoparden und Wolf. Sie riefen uns südwärts, fort vom sicheren Tod. Wir errichteten die große Halle von Holbrack und suchten uns neue Jagdgründe. Manche raten vom Kampf gegen Jarmak ab. Ich sage, das größte Wagnis ist es, nichts zu wagen. Eines Tages führt ein Held uns heim, aus dem eisigen Griff des Drachen. Ich wurde im Feuer des Kampfes geboren. Mein Geist wurde geschmiedet wie Stahl. Wie meine Ahnen strebe auch ich nach Ruhm. Eines Tages wird mein Platz unter den Helden der Norn sein. Meine Stärke ist ein Geschenk der Geister der Wildnis. Damit kann ich die Flut aufhalten und Berge versetzen. Ich überwinde alles, was mir im Weg steht. Ich bin noch jung, doch meine Taten haben mir schon Freundschaft und Respekt eingebracht. Jedes Jahr wird in Holbrack eine große Jagd veranstaltet. Nur die Besten werden eingeladen. Ich werde mit Macht Trophäen sammeln und mich beweisen. Dann trinke ich und prahle mit meinen Siegen. Ich nehme die Herausforderung an. Kommt! Gefahr und Abenteuer! In den Hallen meines Volkes wird meine Stärke mich unsterblich machen. Das ist meine Geschichte. Hört sich doch wunderbar an. Also ich muss sagen, diesen Geschichtsgenerator, wenn ich das so nennen darf, also diese Erstellung einfach mit dem Video, das richtet sich wirklich danach, was wir jetzt die ganze Zeit ausgewählt haben, ne, mit unseren, Bären, unsere Geschicklichkeit, also Anonymität haben wir gesetzt und so weiter, danach richtet sich das alles, ja, und danach kommen die ganzen Videos, die werden halt eben aneinander gesetzt, aber auch so, dass es passt, und, ja, jetzt hatten wir das Video, und es ist richtig geil, finde ich, ist es gemacht. Man merkt schon, dass sie da viel Mühe sich reingesetzt haben, die Hersteller, die Entwickler, und richtig gut gelungen. So, wir sind jetzt gerade immer noch beim Ladebildschirm, die große Jagd. Ich putze mir nochmal die Nase, wir sehen uns gleich.